Achso, was ich noch vergessen hatte bei der Übung, der Frosch umarmt die Säule. Wichtig bei sämtlichen Qigong-Bewegungen ist halt zu entdecken, oder generell geht es halt beim Qigong halt was zu entdecken, zu erforschen. Neben der Wirbelsäule ist halt das Gefäßsystem halt ganz wichtig. Das ist jetzt unabhängig gar nicht zu trennen zwischen Lymphsystem und venösem System. Durch diese Muskelpumpfunktionen, bei hier nach der Streckung, hier hatten wir jetzt Aktivierung hier. Dann Aktivierung hier im Brustbereich, eine Seite, zweite Seite, jetzt aus dem Oberkörper raus in die Beine. So, und der Frosch umarmt die Säule, tiefe Atmung, so ein Frosch, wenn er sich aufbläht, ne, hier bläht sich der Bauch auf, so dass halt hier wieder ein Pumpeffekt halt ist und das, was in die Beine geflossen ist, halt wieder übers Venöse und vor allem aber auch, denke ich, übers lymphatische Gefäßsystem wieder rauszuziehen. So, das ist halt, das Lymphsystem ist ja eine Saugdrainage. Dadurch, dass ich halt hier das aktiviere, wird das halt hochgesogen. Ja, so viel dazu. Noch als Ergänzung. Okay.